Herzlich willkommen zurück zu Pendiment und zu einer weiteren Folge im Let's Play zu diesem absolut großartigen Spiel. Wir haben das zweite Kapitel abgeschlossen und stehen jetzt am Beginn des dritten Teils mit Magdalena als Magdalena Druckerin als Protagonistin. Wie es scheint, nachdem Andreas im Brand der Bibliothek umgekommen ist, oder zumindest wissen wir nicht, was mit ihm ist. Wir sind jetzt im Jahr 1543, das heißt 18 Jahre nach der Zerstörung der Abtei Kirsau und dem Brand der Mühle. Viele Protagonisten sind gestorben. Lennart ist tot, Guy ist tot, Otto ist tot, Ulrich ist tot. Und wen es noch ereilt hat in den letzten 18 Jahren neben Andreas, der noch dazu kommt, kann ich noch gar nicht sagen. Bin aber tatsächlich sehr gespannt darauf, wie sich die Geschichte jetzt entwickelt. Ich habe in der Zwischenfolge, die diesem Video vorgeschaltet ist, vermutet, dass Thomas und Amalie die Strippenzieher hinter den Morden in Tassau sind und habe zwei offene Fragen, die noch ungeklärt sind. Erstens, woher kommt die violette Tinte? Und zweitens, welches Motiv haben Matthias und Amalia, wenn sie oder Amalie andere Menschen in Tassing zu Morden anzustiften. Ich würde ganz gern mit der ersten Frage beginnen, nämlich es gibt einen Hinweis darauf im Spiel selbst und wir haben den im letzten Teil schon ganz kurz gesehen am Anfang, nämlich Magdalene und Gertrude sammeln Galleäpfel, um daraus Tinte herzustellen. Also Gertrude als Kräuterkundlerin ist dazu offensichtlich in der Lage, als Tochter eines Apothekers. Und Magdalene Druckerin natürlich auch. Sie dürfte jetzt 19, 20 Jahre alt sein. Und wir stehen hier vor dem Schrein von Satyr. Und das bringt uns gleich wieder auf ein Motiv zurück, das wir bisher im zweiten Kapitel oder im zweiten Teil überhaupt nicht mehr verfolgt haben, nämlich die ominöse Geschichte Tassings, die auf der einen Seite römisch geprägt war, mit einer Geschichte von Gaius Metellus und dem Kriegsgott Mars, der ihn geschützt habe, und auf der anderen Seite irgendwie christlich überformt mit einer jungen Frau namens Satia und Moritz, der dann den Märtyrertod gestorben ist, und irgendwie war das sehr verworren, und man sieht es auch an dem Schrein, der ist einfach christlich überbaut. Denn es handelt sich hier eigentlich um ein römisches Relief und die Frau, die hier abgebildet ist als Satia, ist insofern spannend hinsichtlich der Ikonografie. Sie trägt ein Füllhorn, sie trägt einen Bogen und sie hat einen Hirschen erlegt. In der römisch-griechischen Welt der Mythologie sind damit üblicherweise die Namen Artemis und Diana verbunden. Also Artemis für die Göttin der Jagd in der griechischen Mythologie und Diana in der römischen Mythologie. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob diese Darstellung hier nicht eher an eine Diana erinnert oder an eine Artemis als an eine christliche Heilige. Das Ganze läuft parallel mit der Beobachtung, dass dieses Denkmal, was auf der Wiese steht, jetzt neben dem Hotel, dem Gasthaus der Goldenen Hand, mal sehen, ob es noch da ist, eher an eine römische Statue erinnert. Und wir hatten ja schon versucht zu entziffern, was auf dem Fuß steht. Und Mauritius darin zu lesen, wird ziemlich schwer. Es könnte nämlich auch eine Statue des Mars sein, die errichtet worden ist. Und dann würde auch diese ikonische Darstellung von Diana, Artemis, Satya gut dazu passen. Okay, wir gehen mit Magdalena jetzt mal die Wege ab, die wir abgehen können. In den Schacht können wir nicht, aber wir können mal die Blumen hier uns genauer anschauen. Moment. Heilmittel, Camilla. Gehen wir mal zum Wald und blättern mal in die Geschichte. Das heißt, wir haben tatsächlich ein vollkommen neues Tagebuch. Die Karten sind noch identisch. Also wir gehen jetzt erstmal ins Druckerhaus und dann ins Rathaus. Das müsste ja jetzt fertiggestellt sein. Genau, da ist es wohl. Und
Den Namen muss ich mir auch nochmal anschauen. Unsere liebe Frau vom Labyrinth. Das ist ein bisschen komisch. Also Labyrinthe sind eigentlich auch heidnische. Da liegt auch eine heidnische Tradition dahinter. Genau, aber das schauen wir uns bei Bedarf dann ganz in Ruhe an. Und bevor wir jetzt zum Rathaus gehen, machen wir das, was wir immer machen. Wir erkunden erstmal das Umfeld. Das könnte, wie gesagt, die Quelle aus der Mythologie sein, die in beiden Geschichten vorkommt. Ich glaube, in der einen Geschichte ist es so, dass Mars einen Wolf schickt und Gaius Metellus zu der Quelle führt. Und im zweiten ist es so, dass in der christlichen Legende ist es so, dass Satyr den Moritz zu der Quelle führt und dann dort Obst an den Bäumen wächst. Okay, also diese Geschichten sind aufeinander abgebildet und wir hatten ja auch schon mit Till geredet, der vermutet hatte, dass die Moment. Es ist schön, zu dieser Jahreszeit etwas Grünes zu sehen. Andorn ist eine der wenigen Pflanzen, die ganzjährig wächst. Was haben wir hier? Ich kann nicht glauben, wie schnell die Blätter sich in diesem Jahr verändert haben. Also wir haben jetzt Herbst sozusagen. Und Adam ist immer noch da. Adam Watzlaw. Mit dieselben Nasen. Was haben wir hier? Gut. Da hat sich also nicht so viel getan. Wir gehen aber mal nicht direkt zur Kirche und zu dem Drucker, sondern wir schauen uns erstmal ein wenig um. So, was haben wir hier? Neue Blume. Anis im Wind riechen. Anis. Immer wieder gut. So, das ist das alte Gasthaus. Das ist mittlerweile verfallen. Und das Haus des Abtes ist auch nicht mehr bewohnt. Das heißt, die männliche Abtei ist komplett verlassen. Wir schauen mal noch nach oben. Die Kirche ist zerstört durch den Brand und wurde auch nicht wieder aufgerichtet. Der Turm ist eingestürzt. Also der Teil des Klosters ist nicht mehr betretbar. Ah, die Hand ist wieder ausgestellt. Moritz. Die Klarissen, also das heißt, die Benediktiner haben die Abtei aufgegeben. Und die Klarissen, ein anderer Mönchsorden, nutzen die Abtei jetzt nach. Schau mal, ob wir gleich Gertrude sehen. Wir fragen mal, wenn Gertrude da ist, die fragen wir mal nach Tinte. Sehen, ob sie mitspielt. Gott segne euch, Magdalena. Und gar nichts. Sohn von Mausfänger. Ach, das ist ja süß. Natürlich streicheln wir dich. Natürlich auch die Katzen werden älter, ne? Also 18 Jahre gibt man so als Katzenleben an. Maximal. Natürlich müssen das die Kinder sein. Die Vorratskammer ist unverändert, aber im Garten wird nichts angebaut. Nun, das könnte sein, dass es wenigstens anders ist. Haus der Priorin. Das sollte Franziska. Gott segne euch, Magdalene. Ja, die lebt gerade. Ich habe jetzt nicht die Einrichtung verglichen. Im Vergleich zuvor. Ah, da schauen wir noch schnell, ob Hildegard da noch da hin. Aber warum nicht? Die werden ja das Fresko hoffentlich nicht rausgerissen haben aus dem Land. Richtig. Und Margarete. Ach, Margarete. Hallo Margarete, ich bin's, Magdalena. Oh, Magdalene, Gott segne euch. Ihr kommt normalerweise nicht allein zum Konvent. Was führt euch her? Ihr seid natürlich willkommen. Es ist immer schön, Besuch zu haben. Ich hatte mal etwas freie Zeit und dachte, ich sage mal Hallo. Hallo. Es tut gut, eure Stimme zu hören. Ich genieße es, wenn Außenstehende den Konvent besuchen. Vermisst ihr die Außenwelt sehr, Schwester? Ja, manchmal. Vor allem die anderen Benediktinerinnen.
Sie würde es nie zugeben, aber Schwester Lisbeth hatte eine wunderbare Stimme. Ich habe mich nach Möglichkeiten immer neben sie gestellt. Ach, ist das schön. Wozu dann bleiben? Warum seid ihr nicht gegangen, als sie die Benediktiner Kirsau verlassen haben? Ah, um ehrlich zu sein, hatte ich zu viel Angst, um zu gehen. Kirsau ist meine Heimat. Ich mochte die Vorstellung nicht, mich an einen neuen Ort gewöhnen zu müssen. Es war schwer, die Regeln des Konvents zu erlernen. Ich war ohnehin nur selten außerhalb der Klostermauern. Ich weiß, wo hier alles ist, auch wenn sich das im Laufe der Jahre geändert hat. Schwester Gertrude hatte bereits geplant, auch zu bleiben. Der Garten braucht immer Pflege und zwei Hände mehr erleichtern die Arbeit. Außerdem kann ich Mausfänger nicht zurücklassen. Natürlich, sie ist die wahre Königin von Kirsau. Hat sich der Konvent seit der Ankunft der Klausen sehr verändert? Ja, das Essen ist einfacher und einige Gebete sind anders, aber Haus- und Gartenarbeiten sind geblieben. Gertrud vermisst die Herstellung der Tinte für das Skriptorium. Aber ich habe es genossen, die neuen Bräuche der Schwestern kennenzulernen. Apropos, ich sollte zu meinen Aufgaben zurückkehren. Natürlich, Schwester, entschuldigt die Störung. Alles bestens, Magdalene, Gott segne euch. So, warum sammelt Gertrude Galläpfel, wenn sie doch keine Tinte mehr herstellt? Gott segne euch. Gott segne euch selber, Gertrude. Mich veralbern, oder? Jetzt muss ich die ganze Zeit an Gertrude dranbleiben. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal bei irgendeiner Laune über die Herstellung von Tinte redet. Mann, 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 das wäre doch viel einfacher alles mit mir. So, das meine ich. Das ist die Statue gewesen. Schön, dass es jetzt so verdeckt wird. Und das ist hier kein U. Das kann mir sonst wer erzählen, was das hier sein soll. Das ist kein U. Das ist... Das ist mit Sicherheit Mars. Schaut sich das jetzt an. Der Schnee kriecht die Berge herunter. Bald wird der Winter da sein. Es wird vielleicht versöhnlich, indem man... Ich liebe es jedes Jahr, die feigen Blumen zu sehen. Sie passen zum Violett der Berge. Ist das so goldene Hand? Das ist Kilian, oder? Das ist Hannah. Ah, was wird Hannah wohl gedacht haben, als ihr Liebhaber in Flammen aufgegangen ist? Eieiei. Na, sie hat Glück gehabt, dass sie selber nicht gestorben ist. Muss man mal so sagen. Gut, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Bringt mich jetzt auch in der Geschichte nicht weiter. Ich glaube, ich habe ihre Rolle gespielt hier in der Story. Und schauen wir mal weiter. Die Kirche. Reingehen in die Kirche. Unsere liebe Frau von dem Labyrinth. Liebe Frau vom Labyrinth. Gut, hier ist auch nichts zu sehen. Ja, das wird uns noch beschäftigen, glaube ich, das Thema. Das ist das Druckerhaus. Und dann schauen wir mal nach den Unterlagen. Da.
Die Wandbildskizzen für das Rathaus, so möchte mein Vater es haben. Ich denke, das sind alle Pläne. Was ist, gehört das zu den Plänen? Was für eine seltsame Farbe, so eine Tinte haben wir ja nicht. Zumindest glaube ich das. Wie auch immer, ich nehme sie trotzdem mit. Gut, dann bringe ich die jetzt ins Rathaus. Okay, also wir gehen mal davon aus, dass meine Vermutung, dass Amalie und Thomas die Nachrichten verantworten, richtig ist. Das heißt, sie versuchen Klaus Drucker davon abzuhalten, ein Wandgemälde im Rathaus zu bauen. Ich weiß noch nicht genau, was damit gemeint ist, aber das wird sich sicherlich gleich zeigen. Jetzt. Hey, nochmal, Max. Im Ernst, ich habe euch gerade gesagt, ihr sollt mich nicht so nennen. Und was macht ihr alle hier draußen? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Und was geht euch das an? Nichts. Meine Arbeit ist getan, Max. Was interessiert dich das? Du hast doch ohnehin nichts Wichtiges zu tun, Apollo. Natürlich das. Ich halte die Presse für meinen Vater im Betrieb und arbeite mit Balthas an seinen Erfindungen. Das scheint etwas wichtiger zu sein, als mitten am Tag auf der Almende herumzustehen. Alters Erfindungen sind dumm. Ein Mädchen sollte damit nichts zu tun haben, wenn es nach mir ginge. Sagt Apollo. Apollo, wer ist Apollo? Niemand hat dich gefragt. Beruhigt euch, Max. Sonst habt ihr rasch einen Ruf weg. Haft? Zu spät, um sich darüber Sorgen zu machen. Sie hat bereits einen Ruf. Gefällt mir am besten. Nö, wir gehen hier in die Vollen. Zumindest habe ich einen Ruf. Wenn ihr heute sterben würdet, stünde auf euren Grabsteinen drei Mistkerle, die jeden Morgen Mädchen auf der Almende belästigt haben. Falls ihr ein Grab hättet. Wahrscheinlicher ist, dass sie eure nutzlosen Leichen auf einen Komposthaufen werfen und auf ein wertvolles Ergebnis hoffen würden. Boah, Himmel, Herrgott. Gut, wir haben es verstanden. Hört jetzt auf. Habt ihr dabei, was euer Vater wollte? Ja, deshalb war ich auf dem Weg zum Rathaus. Hoffentlich kann ich sie abgeben und danach meine tägliche Lektüre aufnehmen. Lesen? Welches Buch ist so wichtig, dass ihr euch ihm erneut widmen müsst? Das wähle ich. Don Florisel den Ikea. Don was? Florisel wie Blume. Eine Ritterromanze auf Kastilisch. Eine wunderschöne Sprache. Wer sagt es? Menschen aus Kastilien? Nie gehört. Stimmt, klingt ausgedacht. Lest ihr nicht alle möglichen Bücher über Bäume und Vögel und was auch immer? Ja, Bäume und Vögel und was auch immer. Stimmt.
Menschen schreiben endlich auf, was sie in der Natur sehen, anstatt etwas zu kopieren, das sich ein Grieche vor Jahrhunderten ausgedacht hat. Hast du Bücher über Frösche? Was? Schon gut. Moment, Ötz, solltet ihr nicht auch im Rathaus sein? Ihr sitzt im Rat. Schon, aber das ist sinnlos ohne die Pläne eures Vaters. Gehen wir. Na gut. Klaus, ich verstehe nicht, warum wir immer noch darüber streiten. Thomas steht hier. Dieses Wandbild soll die Wahrheit darstellen, von der wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Ich denke nicht, dass es so einfach ist, Klaus. Habt ihr Angst, unseren Herrn zu verärgern, Vater Thomas? Ich denke, Vater Thomas meint, dass man sich oft nicht so leicht auf eine Wahrheit einigen kann. Ich weiß nicht, ich will nicht mehr streiten. Ich will nur, dass es schön ist und zeigt, was passiert ist. Magdalene, vielen Dank, dass ihr die hier hergebracht habt. Vielleicht sind Illustrationen erfolgreich, wo das Gespräch gescheitert ist. Ich will nicht mehr mit Ihnen streiten. Wir sehen uns zu Hause zum Abendessen. Schon gut, Magdalene, wir brauchen alle Zeichnungen nicht zu sehen. Wir verstehen durchaus, was er vorhat. Ich wusste nicht, dass wir ihn so sehr verärgert haben. Klingt, als wären die Dinge schlimmer geworden, nachdem ich gegangen bin. Nun, wir diskutieren seit fast 2 Stunden darüber. Und es hat uns nichts gebracht. Er lenkt nicht ein. Wozu reden, wenn keine Fortschritte erzielt werden? Magdalene, könntet ihr mit eurem Vater sprechen und ihm helfen, die Dinge von unserem Standpunkt aus zu sehen? Vater Thomas, ich weiß nicht einmal, worüber ihr alle streitet. Was ist euer Standpunkt? Klaus hat eine sehr starke Meinung darüber, wie die Geschichte von Tassing und der Abtei Kiersau dargestellt werden sollte. Und diese Darstellung könnten einige unserer Nachbarn verärgern. Ist die eigentliche Sorge nicht eher, den Herrn zu verärgern? Ist nicht wirklich jeder besorgt, dass er eines Tages hier auftaucht und die Revolte an der Wand verewigt sieht? Ihr sagt immer wieder, dass wir alle andere Meinung sind als er, aber das bin ich gar nicht, nicht völlig. Und was denkt ihr, Jörg? Mir ist klar, dass ich nicht der klügste Mann in diesem Raum bin, aber ich weiß, was mit meinem eigenen Vater passiert ist. Ich weiß, was er getan hat. Es fühlte sich nicht richtig an, zu ignorieren, was mit ihm passiert ist, was mit Otto passiert ist. Ihr alle kanntet meinen Vater. Ich hatte diese Chance nie. Ich will die Menschen in dieser Stadt nicht wütend machen. Ich will unseren Herrn nicht wütend machen. Das will niemand von uns. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie wahr ist, ohne jemanden zu verärgern. Also, es ist alles sehr kompliziert, seht ihr, Magdalene? Versucht, ihn zu einer Darstellung unserer Geschichte zu bewegen, die etwas weniger aufrührerisch ist. Ich sollte ihn also überzeugen, das zu tun, was ihr sagt. Das funktioniert bestimmt. Nein, zumindest nicht ganz. Wir müssen zu einer Einigung kommen oder das Wandbild ganz absagen. Er will dieses Wandbild schon seit Jahren malen. Ihr könnt nicht plötzlich Nein sagen. Dann helft uns, Magdalene. Euer Vater wird auf euch hören. Gut, aber ich verspreche nichts. Er ist jetzt schon schwer genug zu überzeugen. Ich gehe jetzt zurück nach Hause. Dieses Durcheinander hat schon zu viel von meinem Tag in Anspruch genommen. Ist aber lange unterwegs. Eine schöne Uhr im Übrigen. Die hat bestimmt bald das gebaut. Magdalene. Vielen Dank, dass du die Zeichnungen ins Rathaus gebracht hast. Es tut mir wirklich leid, dass es Zeitverschwendung war. Diese Männer wissen nicht, was sie wollen. Wenn ich ihnen erzähle, was ich vorhabe, bekommen sie Angst. Dann reden sie und reden und reden. Sie reden den ganzen Tag und wir kommen einer Entscheidung niemals näher. Ich habe es satt. Ich habe die ganze Sache satt. Sie würden wahrscheinlich mit dem Streiten aufhören, wenn du etwas Berechenbareres vorschlagen würdest. Natürlich, welchen Sinn hat es dann? Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, die Geschichten anderer Menschen zu illustrieren und zu drucken. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass dies meine Geschichte ist, die ich erzählen muss.
Ich wusste nicht, dass das für dich so wichtig ist. Wir hören all diese Geschichten darüber, was dieser Ort einst war, wie er entstanden ist. Und es fühlt sich an, als wäre Geschichte etwas, das irgendwann passiert ist und anderen Menschen. Aber vor 18 Jahren haben wir etwas durchlebt, du und ich. Jeder in Tassing. Jeder will es vergessen und so tun, als wäre es nie passiert. Du nicht. Nein, ich nicht. Ich habe vor all den Jahren nichts unternommen. Ich habe mir Sorgen gemacht um dich, um Benjamin, um Rahel und Esther. Ah, Esther ist die Tochter, die geboren ist in der Nacht. Ich hatte solche Angst, dass ich dich verlieren würde. Das hätte ich nicht ertragen. Am Ende starben trotzdem viele Menschen. Peter und Ulrich und Andreas und alle anderen. Und wir waren am Leben. Papa, alle sagen, dass es keinen Unterschied gemacht hätte. Wenn du und die anderen gekämpft hätten, wärst du gestorben. Ich wäre gestorben. Vielleicht hätte ich ihn davon abhalten können, zur Mühle zu gehen. Oder vielleicht hätten wir die Bauern davon abhalten können, sie niederzubrennen. Aber wir werden es nie erfahren. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, Papa. Ich weiß, das Mindeste, was ich tun kann, ist sicherzustellen, dass es nicht vergessen wird. Hier ist etwas passiert. Wir waren ein Teil davon. Ich muss den Menschen helfen, sich daran zu erinnern. Wenn ich das nicht tue, wer dann? Du hast recht, Papa. Ich wünschte, die Männer in diesem Rathaus hätten mich so gesehen wie du. Auf die ein oder andere Weise wirst du eine Lösung finden. Hoffentlich. Die Streiterei hat mich erschöpft. Ich werde früh zu Bett gehen. Gut, ich bleibe noch eine Weile wach und schreibe einen Brief an Esther. Gut, bitte grüße sie von mir. Und ihre Eltern. Ich weiß, Papa. Gute Nacht, Magdalene. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Na, der gute Klaus. Dieses viele Herumlaufen hat mich auch müde gemacht. Es wird sicher schön, einfach eine Weile am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. So, jetzt gucken wir doch mal hier ganz kurz. Können wir wieder uns bewegen und steuern. Da ist Esther. Das Klosar, Karten, Tagebuch, Ex Libris. Genau. Magdalene verarbeitet ihre Erfahrung gedanklich. Sie hat viel über Pflanzen und Tiere gelesen, geht logisch vor und ist in der Lage, aus erhaltenen Informationen Rückschlüsse zu ziehen. Empirismus. Das ist faktisch das, was sie... Das ist faktisch das, was sie aus der Lektüre des Bestiariums hat. Ja. Was wir, glaube ich, das Andreas ihr geschenkt hat. Kann ich irgendwie das Haus verlassen? Das mache ich jetzt nicht. Okay, also. Wir schreiben jetzt erstmal den Brief an Esther. Also, wo fange ich an? Ah, ich sollte Esther schreiben. Klaus. Bert. Marie. Werte Esther. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Papa lässt wie immer Grüße an deine Eltern ausrichten. Ich habe die letzten Tage zusammen mit Schwester Gertrude Galläpfel gesammelt. Zu Eisentinte destilliert. Was ist Eisentinte? Was ist Eisentinte? Was ist Eisentinte? So, ich habe jetzt mal ganz kurz nachgeschaut.
Und blende dazu mal um. Eisentinte ist Eisengallustinte und wird eine seit dem 3. Jahrhundert vor Christus gebräuchliche Dokumenten echte schwarze Tinte, die sich gut mit Stahlfedern, allerdings schlecht mit Füllfederhaltern schreiben lässt. Sie ist schwarz, tiefschwarz. Okay, dann können wir das als Information schon mal streichen. Und zurück ins Spiel gehen. Okay. Nein, falsch. Also daraus kann man keine violette Tinte machen. Ich nehme an, das dürftest du in Prag kaum Gelegenheit haben. Schwester Gertrude hat mir beigebracht, wie man daraus eine geschmeidige Tinte macht. Es ist eine schwierige Arbeit, aber du wirst nirgendwo in Bayern bessere Tinte finden. Ich schicke ein Fläschchen mit diesem Brief mit. Oh, hier habe ich schon erwähnt. Papa hat eine neue Aufgabe begonnen. Er malt ein Wandbild über die Geschichte von Tassing in unserem neuen Rathaus, um an die Revolte zu erinnern. Das Ganze lässt sich über meine eigene Familiengeschichte nachdenken. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, was machen wir? Ich glaube nicht, dass ich für immer in Tassing bleiben möchte. Es ist ein schöner Ort, um dort aufzuwachsen, aber ich bin jetzt 20. Papa sagt, ich soll das Geschäft übernehmen, aber ich möchte mehr aus meinem Leben machen. Nicht bloß eine Druckerei in einem winzigen Ort in den Alten übernehmen. Würde ich einen Druckermeister heiraten, könnte ich der Druckergilde beitreten. Dann könnte ich Papa mein zusätzliches Einkommen schicken und mir in einer Stadt einen Namen machen. Und ja, bevor du die Spitze von deinem Federkiel abbrichst, ich werde dich in Prag besuchen, versprochen. Ich werde versuchen, noch vor Wintereinbruch zu kommen. Hier war in letzter Zeit viel zu tun. Papa ist mit dem Rathauswandbild beschäftigt, also habe ich die Werkstatt übernommen. Es wird bestimmt ein großartiger Augenblick sein, wenn es fertig ist. Schreib mir bald zurück. Alles Liebe, Magda. Oktober 1543. So, gehen ins Bett. Mehr, glaube ich, müssen wir heute auch nicht mehr machen. Es ist spät, ich sollte mir etwas Ruhe gönnen. Zu Bett gehen. Und Klaus hat die Nachricht erhalten, dass er mit dem Wandbild aufhören soll. Was stellt er genau dar? Die läppische Revolte? Klaus. Ah! Papa? Papa! Magdalene. Papa! Halte durch, ich komme. Ach, du große Güte. Nein. Papa. Magdalene. Was ist passiert? Geht es dir gut? Du blutest. Jemand kam ins Haus. Er schlug mir auf den Kopf. Ich hole Dr. Stolz. Versuche dich nicht zu bewegen, Papa. Magdalene, es ist nicht sicher, wer immer mich angegriffen hat. Ich kann dich nicht durch die Stadt tragen, Papa. Es dauert nicht lange, das schwöre ich. Bitte halte einfach durch. Magdalene, sei vorsichtig. Natürlich, ich komme gleich wieder, versprochen. Na, hoffentlich überlebt er das jetzt. 2 Stunden, 3 Stunden, sag mal, wollt ihr mich veralbern? 5, 6. Ich bin gleich zurück. 8 Stunden später. Wisst ihr, warum euch jemand angreifen sollte, Klaus? Paul war der Sohn von Lennart. Also das ist der Müller. Ötz war der Sohn von Otto. Der Arzt. Jörg war der Sohn von Peter und Balders. Nein, vielleicht hat jemand ein Buch nicht gefallen, das ich ihm verkauft habe. Seid ihr sicher, dass ihr keinen Schatten gesehen und euch den Kopf an der Druckerpresse angeschlagen habt?
Kommt schon, Jörg. Ihr habt die Werkstatt gesehen. Jemand hat etwas gesucht. Ein Einbrecher in Tassing? Das ist absurd. Nun, wenn es kein Angriff war, was war es dann? Genug, es war ein absichtlicher Schlag auf den Kopf. Es sei denn, jemand von euch möchte meine Diagnose anzweifeln. Nein, natürlich nicht. Dachte ich mir. Ehrlich gesagt, Klaus, ich bin überrascht, dass der Schlag euch nicht getötet hat. Ihr habt einen harten Schädel. Es ist eine schwere Verletzung. Magdalene, ihr müsst helfen und euch um euren Vater kümmern. Natürlich, was auch immer erforderlich ist. Gut. Natürlich muss das Wandbild jetzt abgesagt werden, Klaus. Ihr müsst unbedingt im Bett bleiben. Nein, nein, es muss angefertigt werden. Es ist zu wichtig. Gebt mir einfach etwas Zeit zum Ausruhen. Ich werde einen Weg finden. Ich glaube nicht, dass wir das gesamte Projekt abbrechen müssen. Können wir nicht einfach warten? Klaus, eure Gesundheit geht vor. Wir konnten uns sowieso nicht einmal auf das Motiv des Wandbilds einigen. In der Tat, vielleicht wäre es am besten, die Idee ganz aufzugeben. Okay, Thomas will das Bild verhindern. Mit Verlaub, Vater Thomas, ihr seid kein Ratsmitglied. Ja, ja, ich äußere nur eine Meinung. Ich kann das Wandbild malen. Was, Max? Hör auf zu scherzen. Nun, ich weiß, dass ihr eurem Vater helfen wollt, aber seid ihr für so eine Aufgabe nicht etwas zu jung? Ja. Ich bin alt genug, um die Druckerei allein zu betreiben und Papa vertraut mir die Illustrierung der Bücher an. Reicht das nicht? Das Malen eines so großen und komplizierten Wandgemäldes erfordert ein erhebliches Maß an Geschick und Fachwissen. Und? Deshalb haben wir die Aufgabe eurem Vater übertragen. Er hat schon immer Kunst gemacht. Ich stimme Paul zu. Das stimmt nicht. Marie hat die Kunst gemacht. Ich stimme Paul zu. Klaus braucht häusliche Pflege. Das ist eure Aufgabe, Magdalene, nicht das Wandbild. Was soll das denn heißen? Nun, seid ihr sicher, dass ihr dazu in der Lage seid? Rein körperlich, meine ich. Es ist anstrengend. Ihr stündet auf einem Gerüst und könntet fallen. Hört ihr mir nicht zu? Ich mache diese Arbeit schon seit Jahren. Ich weiß, worauf es ankommt. Papa weiß, worauf es ankommt. Ihr auch? Ich kann das, Papa. Wenn ihr Magdalene das Wandbild nicht anvertraut, könnt ihr alle zur Hölle gehen. Klaus, wenn ihr ihr nicht vertraut, vertraut ihr auch mir nicht. Ich werde nie wieder für den Rat arbeiten. Na schön. Ich sage, sie soll's machen. Es sieht nicht so aus, als hätten wir eine große Wahl. Na schön. Also gut, Magdalene, ihr dürft es machen. Aber ihr müsst dennoch all eure Schritte mit uns besprechen. In Ordnung? Gut, aber ich werde Papas Ideen berücksichtigen. Nun, wir finden schon eine Lösung. Danke, Magdalene. Ruht euch aus, Klaus. Ich werde mein Bestes geben, Jörg. Den hat's hart erwischt. Magdalene, auf ein Wort. Ja, was ist? Euer Vater ist im Moment bei klarem Verstand, aber seine Verletzung ist schwer. Sein derzeitiges Verhalten ist irreführend. Ich weiß, dass die Verletzung schwerwiegend ist, Werner. Ich habe das viele Blut gesehen. Magdalene, sein Gehirn ist geschädigt. Ihm bleiben vielleicht noch ein paar Wochen, höchstens einige Monate. Aber er wird nicht überleben. Können wir ihn nicht zu einem Chirurgen bringen? Nein, er darf in diesem Zustand nicht bewegt werden. Eigentlich sollte er sich überhaupt nicht bewegen. Und selbst wenn, glaube ich, dass nicht einmal die besten italienischen Chirurgen wüssten, was bei einem solchen Trauma zu tun ist. Also wird er einfach sterben? Und ich kann gar nichts tun? Ihr könnt es ihm bequem machen und die gemeinsame Zeit genießen, die euch noch bleibt. Aber lange dauert es nicht mehr. Eigentlich ein ganz cooler Typ, der Stolz. Sehr ehrlich, ne? Und sehr gut.
Und sehr bedauerlich. Der Angriff. Papa muss das fertige Wandbild noch sehen können. Das ist das Ziel. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit er noch hat. Werner hat gesagt, es könnten ein paar Monate sein oder... Gott schütze ihn. Ich mache da weiter, wo Papa aufgehört hat. Er wollte die Geschichte von Tassing malen, von den Anfängen bis zur Revolte. Ist die Revolte vielleicht gar nicht das Problem? Also vielleicht nochmal ganz kurz zurück. Der Abt Matthias, also der Vorgänger von Gernot, ist irgendwie ganz plötzlich gestorben, als er in der Geschichte von Tassing irgendwas überprüfen wollte. Deswegen hat Lorenz von Rotvogel sehr glücklich, dass er ein zweites Exemplar dieser Geschichte auftreiben konnte, die er wiederum in die Bibliothek gebracht hat. Kurz darauf ist Lorenz Rotvogel gestorben. Das Buch, die Geschichte von Tassing, habe ich bis jetzt noch nicht einmal in der Hand gehabt. Dazu diese ganzen heiligen Geschichten mit Moritz und Satya, Gaius Metellus und wie hieß die andere? Vergessen. Die ikonischen Darstellungen Diana, Artemis und Mars auf der anderen Seite, die Geschichten um den Wolf und Märtyrertod und christliche Römer, die irgendwie von den Rätern angegriffen worden sind. Das sieht schon alles sehr, sehr eigenwillig aus. Dazu natürlich überhaupt die kulturgeschichtliche Dimension, dass es halt eine römische Siedlung ist. Und diese römische Siedlung, die ist irgendwann nach dem Rückzug der Römer wieder neu überbaut worden. Das heißt, wir haben überall römische Ruinen. Und das Thema der Reliquie. Also das heißt, der wichtige Punkt, der Hand von Moritz. Und wenn Gaius Metellus ein Römer war, ja, und das Ganze eine römische Vorgeschichte und Tradition hat, wird höchstwahrscheinlich der Status dieser Reliquie in Frage stehen. Das steht da schon die ganze Zeit im Raum. Also er malt von den Anfängen bis zur Revolte. Und die Revolte ist vielleicht nur das Schild, das uns ja gerade vorgehalten wird, von dem wir denken sollen, dass es relevant ist. Und Thomas ist dagegen. Na gut, es kann sein wegen der Revolte. Das kann schon sein. Aber was hat es mit der Geschichte von Tassing auf sich? Ich beginne mit dem frühesten Teil der Geschichte von Tassing, den heidnischen Stämmen und den Römern. Dann kommt die Gründung der Abtei und die Heiligen von Tassing. Und danach brauche ich noch einen Ansatz für unsere jüngste Geschichte. Die Menschen in Tassing kennen vielleicht einen Teil der Geschichte ihrer Stadt, aber nicht alles. Papa hat gesagt, die Bibliothek in Kirsau habe diese Aufzeichnungen. Er wollte der letzten Prioren schreiben und nach weiteren Informationen fragen. Das war Illuminata. Ich sollte ihr sofort schreiben, wenn ich schon darüber nachdenke. Gut, dann schreiben wir mal. Also, wo fange ich an? Papa hat erzählt, dass die letzte Priorin von Kirsau etwas über die alte Geschichte von Tassing wusste. Er sagte, sie sei Äbtissin des Klosters in Bologna geworden. Mutter Illuminata. Ja, in Santa Margherita. Ah, ist das schön, da wäre ich auch hingegangen. Ich sollte ihr schreiben. Das hat einen ganz anderen Vibe, dieser Teil. Gefällt mir gut. Mutter Illuminata, Äbtissin von Santa Margherita, vormals Priorin der Abtei Kirsau. Mein Name ist Magdalene, Pruggerin. Ich glaube nicht, dass wir uns je begegnet sind, da ich noch jung war, als ihr Kirsau verlassen habt. Ihr kanntet meinen Vater. Er kaufte viele Bücher aus der Bibliothek, bevor dieses schreckliche Feuer alles zerstört hat. Ich schreibe euch, weil mein Vater und ich ein Wandbild im Rathaus von Tassing anfertigen. Es wird die Geschichte unserer Gemeinde und auch von Kirsau erzählen. Wir haben nur noch Legenden und Folklore, da natürlich alle Bücher von Kirsau im Feuer zerstört wurden. Ich hatte gehofft, ihr könntet uns etwas über die frühe Geschichte der Stadt erzählen, als die Römer hier waren. Wenn ihr etwas über die Anfänge der Abtei selbst wisst, würden wir das auch sehr gerne hören. Wir würden uns auch über jede Hilfe freuen, die ihr uns gewähren könnt und hoffen, dass es euch gut geht. Mein Vater hat immer in den höchsten Tönen von euch gesprochen, besonders davon, wie ihr euch nach dem Brand um die Schwestern gekümmert habt. Gott segne euch.
Magdalena. Aber sind ja auch lernfähig. So, schon Abend. Wenn ich das Wandbild vor Weihnachten fertigstellen möchte, sollte ich morgen mit der Planung anfangen. Ich sollte ins Bett gehen und mich so gut wie möglich ausruhen. Das kannst du auch klicken, dass ich jetzt ins Bett gehe. Es geht gar nicht anders. So, ich würde gerne mal nach den Personen schauen. Und zwar... Ach komm, hör doch auf. Wo sind denn jetzt die ganzen Personen? Wo ist Kraft? Von wem ist das der Sohn? Von Kraft. Kraft. Kraft, Kraft, Kraft. Kann ich nichts zu sagen. Oder von Apollo. Wer ist... Von wem ist Apollo der Sohn? Und Artemis. Apollo und Artemis. Er hat mit seinen Kindern so viel vor. Es ist spät, ich sollte mir etwas Ruhe gönnen. Zu Bett gehen. Man kann ja gar nichts anderes machen. Übrigens sehr schön, wie sie in den Holzhäusern die ganze Zeit die Kerzen brennen lassen. Und gleichzeitig sagen, oh, das schlimme Feuer, das Feuer. Na, einen gesunden Schlaf. Na gut, okay. So, vor dem ein paar Tage. Tage ungefähr. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Reichspostbote. Ah, vollen Druckerin. Ich habe hier ein paar Briefe für euch. Dann schau an. Es sollte dabei sein Rebecca und Illuminata. Alles gut weiterhin. Danke, mein Herr. Hoffentlich mache ich in dem Teil was anderes als Briefe schreiben und Briefe lesen. Mutter Illuminata hat mir zurückgeschrieben. Hoffentlich hilft ihre Antwort bei dem Wandbild. Fräulein Druckerin, vielen Dank für euren Brief. Ich hoffe, ihr und Vater erhaltet diese Antwort bei guter Gesundheit. Ich erinnere mich an euch beide. Euer Vater hat euch in den letzten Jahren unserer Bibliothek zwischen den Reihen hin und her getragen. Das stimmt. Ich erinnere mich auch an eure verstorbene Mutter und euren Bruder. Gott sei ihrer Seelen gnädig. Also Marie und Bert. Das sollte bei Engris in die Lehre gehen. Wir hatten zwar einige Bücher über die Vergangenheit von Tassing, aber sie waren wahrscheinlich ebenso mythologisch wie das, was eure Nachbarn glauben. Dennoch erinnere ich mich, dass einer der Bauern, Tillmann Kreuzer, etwas über die Geschichte der Stadt gelesen hatte. Ich weiß, dass er während der Revolte gestorben ist. Ach, der alte Till. Der schwarze Till, so hieß er, ja? Stimmt. Aber vielleicht weiß seine Familie, was er in Erfahrung gebracht hatte. Ich sollte euch sagen, dass es nicht stimmt, dass alle Bücher von Kiersau im Feuer zerstört wurden. Andreas Mahler konnte einige von denen vor den Flammen retten. Gott schütze seine Seele. Nach dieser schrecklichen Nacht stand die Katalogisierung und Bewahrung der noch vorhandenen Bücher bei uns nicht ganz oben auf der Agenda. Dennoch hat dieses Thema eine Erinnerung in mir geweckt. Einige Jahre vor dem Brand gab es einen Todesfall in Kiersau, den Mord an Baron Rotvogel. Er hatte erwähnt, ein Exemplar der Historia Tassiae gefunden zu haben, einer umfassenden Chronik eurer Heimat. Ich hatte es bis jetzt vergessen, weil der Mord in den folgenden Tagen und Wochen all unsere Gedanken beherrschte. Jetzt bin ich beunruhigt, weil ich mich daran erinnere, dass der verstorbene Vater Matthias kurz vor seinem Tod ebenfalls in einem Exemplar der Historia Tassiae gelesen hat. Also ist der Zusammenhang schon mal zentral jetzt für unsere Geschichte. Es scheint wirklich wieder diese Aufnahme, diese Geschichte aus dem ersten Teil zu gehen. Was für ein Verwirrspiel. Der Verbleib beider Bücher wurde nie geklärt. Sie waren vielleicht irgendwo in der Bibliothek versteckt und gingen mit allem anderen in Rauch auf. Vielleicht hat Prior Ferenc es dem Baron nach dem Mord abgenommen. Ferenc hatte natürlich ein Interesse an Büchern aller Art, aber in diesem Moment so zu handeln, ist schon merkwürdig. Andererseits weiß nur Gott, was er getan hat und warum. Miklaus Häberle, der Diener des Barons, glaubte, der stadtbekannte Dieb Martin Bauer hätte es gestohlen. Falls Martin noch lebt, würde ich ihn fragen, ob er weiß, wo das Buch ist. Hoffentlich hat er es auf dem Weg aus Tassing nicht gegen einen Krug Bier eingetauscht.
Falls der Mann diese Welt verlassen hat, weiß vielleicht seine Familie, wo das Buch gelandet ist. Was die Historie der Abtei betrifft, fürchte ich, dass auch sie im Feuer verloren ging. Als Sakristan musste Prior Mathieu jedoch sehr viel über Prior Mathieu jedoch sehr viel über dieses Thema. Ich habe keinen Kontakt zu ihm gehalten, aber ich weiß, dass er jetzt der Erzdiakon von Sitten ist. Er ist kein Benediktiner mehr, sondern benutzt seinen Familiennamen. Was? Hygi, so. Wenn er ihn mich nennt, Mathieu. Wenn er ihm bald schreibt, erreicht er Briefe noch, bevor der Schnee das Wallis bedeckt. Bitte übermittelt eurem Vater meine besten Wünsche. Er war ein guter Freund der Abtei in ihren besseren Jahren. Trotz aller Gewalt hege ich keinen Groll gegenüber irgendjemanden aus Tassing. Ich bete, dass ihr seit dieser Nacht bessere Tage gesehen habt. Und dass Gott uns unsere vielen Fehler vergibt. Gott segne auch euch. Mutter Illuminata, Äbtissin von Santa Margarita. Es hat schon was Beruhigendes, ne? Hm. Die Atmosphäre ist toll, ja? Also das heißt, egal was passiert, man empfiehlt sich dem Segen Gottes und dann in der Hoffnung, dass es schon irgendwie passen wird. Esther hat mir auch geschrieben. Ja, 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 noch Brief. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Wir sind fast an einer Stunde dran und lesen nur noch Briefe vor. Ja, es ist für das Worldbuilding vielleicht auch nicht so schlecht. Also, meine liebe Magda, meine Eltern haben sich gefreut, von deinem Vater zu hören. Bitte sag ihm, dass er das bald wiederholen soll. Apropos Drucken, deine Tinte wurde in der Tat gut angenommen. Ich habe mehrere Drucke damit angefertigt. Sie machen sich sehr gut an der Wand. Elisha hat begonnen, seine eigene Tinte aus Resten im ganzen Haus herzustellen, nachdem er deine gesehen hatte. Mutter war wütend, als er mehrere Pfennige dafür ausgab, auf dem Markt Lapislazuli zu finden. Er musste dafür die Böden schrubben. Hat 3 Tage gedauert. Ich bin froh, dass du beschäftigt bist, auch wenn dich das von deinem Besuch abhält. Vater sagt, wir werden Platz für dich finden, wann immer du dich entscheidest, uns zu besuchen. Obwohl, wenn du nicht in Tassing bleiben willst, solltest du besser früher als später kommen. Es gibt viele stattliche junge männliche Christen in der Stadt, Drucker und Akademiker gleichermaßen. Oder vielleicht etwas anderes, du hast die Wahl. Prag ist auch für mich eine gute Stadt. Und vor der Ausweisung ist mir in der Synagoge ein gut aussehender Mann aufgefallen. Simund. Mit Ausweisung? Sein Vater ist Kaufmann und er ist Arzt. Er ist an die Universität von Padua gegangen. Ist das zu fassen? Ich würde ihn gerne heiraten, falls ich ihn wiederfinde. Wie auch immer, ich denke, du hättest sicher noch mehr Glück als ich. Alle jungen Männer würden eine schöne blonde Künstlerin aus den Alpen umwerben. Bitte halte uns über das Wandbild deines Vaters auf dem Laufenden. Wir müssen es uns ansehen, wenn es fertig ist. Sei gesegnet. Erst. Okay. Ich muss Esther heute Abend zurückschreiben. Ich sollte nach Hause gehen und noch Papa sehen. Wir sind hier gerade sehr aufgegleist. Hallo Papa, wie fühlst du dich? Ah, Magdalene. Aufrecht zu sitzen ist leider immer noch sehr anstrengend. Der Schwindel dreht mir den Magen um, also würde ich im Moment lieber nichts essen wollen. Bist du sicher? Ich kann dir etwas Leichtes wie Milch oder Brühe bringen. Nein, nein, ich kann doch noch nichts bei mir halten. Aber sag, wohin gehst du? Ich muss heute mit dem ersten Teil des Wandbilds beginnen, der Frühgeschichte. Mutter Illuminata wusste nicht viel über die frühe Geschichte von Tassing, aber sie nannte mir ein paar Orte als erste Anlaufstellen. Ich werde den schwarzen Till fragen. Et voilà. Ob sein Großvater ihm irgendwelche Geschichten erzählt hat. Illuminata meint, er habe viel über die Römer gelesen. Mutter Illuminata, Magdalene. Stimmt ja, Mutter Illuminata. Der junge Kreuzer hat diese Geschichten von Zeit zu Zeit erwähnt. Er kommt ab und zu vorbei, um sich Bücher auszuleihen. Meistens, wenn er eine interessante alte Ruine auf den Feldern gefunden hat, du könntest ihn danach fragen. Der kranke Peter hat sich auch immer darüber geärgert, dass niemand mehr darauf achtet, wie es früher war. Ich bin sicher, dass er einige Geschichten über das alte Tassing zu erzählen hat. Du könntest ihn besuchen und fragen. Daran habe ich nicht gedacht. Danke, Papa. Gerne, Magda. Es ist schön, sich nützlich zu fühlen, auch wenn ich hier im Bett liegen muss. Unsinn. Ich freue mich einfach, dass du wach bist.
Du könntest auch mit Adam sprechen. Ja. Der alte Köhler scheint mehr über die Vorgänge in den Wäldern rund um die Stadt zu wissen als sonst jemand. Außerdem ist er ein bekanntes Klatschmaul. Er war immer nett zu mir, wenn ich mit ihm geplaudert habe. Ich bin sicher, er weiß etwas über die Ruinen. Du hörst dabei bestimmt irgendetwas, das die Mühe lohnt. Ich werde mit ihm reden. Was ist mit den Ruinen oder der Mine? Ich kann nicht nur Bücher und Geschichten verwenden. Der war auf der Suche. Und sie ist es jetzt. Und die Botschaft lautete, hör auf. Was ist mit den Ruinen oder der Mine? Ich will erforschen, was auch immer von den Römern und der Zeit davor noch übrig ist. Die Salzmine und die römischen Ruinen sind die ältesten Teile von Tassingen, als wäre es sinnvoll herauszufinden, was sie zurückgelassen haben. Ah, du kommst nach deiner Mutter. Sie hat immer gründlich recherchiert. Du hast immer gesagt, genau das zeichnet gute Künstler aus, Papa. Sei vorsichtig, ja? Ich weiß, dass die Zwillinge in der Nähe der Salzmine spielen, aber ich will nicht, dass du verletzt wirst. Ich weiß nicht, warum Jörg sie nicht im Griff hat. Immer machen sie Ärger, diese beiden. Was? Ach du Güte. Haben wir vorhin noch über Artemis geredet. Zumindest Artemis kann tatsächlich lesen. Ich glaube, Apollo kann nicht einmal seinen eigenen Namen buchstabieren. Der Junge hat mit den Buchstaben zu kämpfen, Magdalene. Schimpfe nicht mit ihm. Nicht jeder ist die Tochter eines Druckers. Vergiss nicht deine anderen Aufgaben, während du durch die Stadt rennst. Alles klar, wir haben einen Aushalt zu führen. Dazu komme ich noch, Papa. Gut, gut. Ich sollte gehen, wenn ich das heute alles schaffen will. Wir sehen uns später, Papa. Viel Glück, Magdalene. Das verschwundene Buch. Das verschwundene Buch. Das ziehe ich mir als erstes. Ich gehe da gleich hin. So, Menschen. So, was mich total ärgert ist jetzt. Artemis Gärtnerin. Also das ist die Tochter von Veronika und Jörg Gärtner. Die Zwillingsschwester von Artemis. Hä? Nee, das stimmt doch nicht. Also das ist Artemis und das ist die Zwillingsschwester von Apollo. Okay, jetzt gehen wir erstmal raus hier. So, wie spät haben wir es jetzt? Ich schaue mal schnell, wie weit die Aufnahme ist. Knapp eine Stunde. Ich weiß, wie das ausgeht, ja? Wir gehen mal noch dahin und fragen mal noch den Y. Ja? Das ist nie gut. Man hat immer zur Folge... Huch, jetzt hat sich die Kamera umgestellt. Moment. Bisschen eigentlich, jetzt sieht man ja mein Mikrofon. Muss das mal ganz kurz zurückstellen. So. Entschuldigung für die kurze Verwirrung. Moment. So, jetzt ist das Mikro aber wirklich weg. Gut, also, wir sind jetzt am... Wo gehen wir jetzt hin? Martin. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Martin Bauers Haus. Ist Martin noch da? Das ist Martin. Dann frag mich doch gleich danach. Guten Morgen, Magdalene. Wie geht es Klaus? Ja, hält durch. Zwar spricht er undeutlich, aber er bleibt bei guter Laune. Ich weiß nicht, wie mein Leben ohne ihn aussehen würde. Klaus ist ein guter Mann, Magdalene. Dank ihm ist Tassing ein besserer Ort. Er ist einer der wenigen in Tassing, die mir nicht die ganze Zeit in den Rücken gefallen sind. Was meint ihr? Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gehört. Die Stadtbewohner verbreiten seit Jahren Unsinn über mich. Und wenn ich gelegentlich in Schlägereien verwickelt werde, na und? Ich bin ein ehrlicher Mann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was Otto Zimmermann zugestoßen ist. Ich habe seine Sache unterstützt. Ich habe meinen Beitrag hier geleistet, der Boden bestellt, das Fleisch gesalzen, Brigitta und Kraft versorgt. Aha, haha. Haben die nicht ein Kind verloren? Das Kind ist doch anders, oder? Okay. Wie dem auch sei.
Ich habe genug Knochenarbeit für diese Familie geleistet. Kann ein Mann nicht einmal eine verdammte Pause machen? Ich glaube euch, Martin, ihr könnt wirklich mal eine Ruhepause brauchen. Verdammt richtig. Richtig, ich habe deswegen schon genug Zeit verloren. Es ist Zeit für euch zu gehen. Wartet, ich hätte fast vergessen, warum ich zu euch gekommen bin. Ich möchte etwas über die Geschichte von Tassing erfahren. Mir wurde gesagt, dass ihr helfen könntet. Ich? Was weiß ich schon über Geschichte? Mutter Illuminata hat mir erzählt, dass ihr euch ein Buch über die Geschichte von Tassing von Baron Rotvogel geborgt habt. Mutter Illuminata? Ach, ihr meint eine der alten Nonnen aus dem Konvent. Sicher, ein Buch, das habe ich damals vielleicht an mich genommen. Das ist ein Leben lang her. Ich erinnere mich nicht an das Buch oder daran, was ich damit gemacht habe. Diese Jahre sind alle verschwommen. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo weggeworfen oder zu Hause gelassen. Was hätte ich mit dem Buch anfangen sollen? Ich kann nicht lesen. Und so einzigartig, um es zu verkaufen. Niemand außerhalb von Tassing interessierte sich für seine Geschichte. Vielleicht sollte ich Brigitta fragen, ob sie sich an irgendetwas erinnert. Sicher, könnte nicht schaden. Es ist Jahrzehnte her, aber sie erinnert sich an allen möglichen Kram. Danke für eure Hilfe. Wenn sonst nichts ist, ich muss arbeiten. Bis später, Martin. Ne, sind wir mal nicht so bistig. So. Ist das Brigitta? Ja. Magdalene, wie kommt ihr zurecht? Ganz gut angesichts der Umstände. Habt ihr genügend Ruhe? Ich weiß, wie schwer es ist, ein Haus allein zu führen und ihr müsst euch auch noch um das Geschäft und das Wandbild kümmern. Ich weiß, dass Clara gerne Ablenkung hätte. Ihr könntet sie bitten, euch und eurem Vater durch diese schwierige Zeit zu helfen. Ah, das ist eine gute Idee. Wie geht es übrigens, Klaus? Besser? Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die erst gefragt haben, wie es mir geht, und dann nach meinem Vater. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich als Einzige um jemanden kümmert. Man selbst verschwindet hinter den Bedürfnissen der Person, die man pflegt. Wohl wahr. Ich mache mir Sorgen, weil ihr diese Bürde alleine tragt. Ich weiß noch, als mein Vater stürzte. Wir haben uns so gut wie möglich um ihn gekümmert, aber diese Monate bis zu seinem Tod waren für alle eine harte Zeit. Aber ich glaube, Gott wird deinem Vater retten, was der Doktor auch sagt. Wir brauchen ihn. Bei Gott hoffentlich behaltet ihr recht. Ich bete um seine Barmherzigkeit. So Gott will. Amen. Habt ihr darüber nachgedacht, was ihr macht, wenn euer Vater das Ganze nicht übersteht? Ich müsste heiraten. Ihr erinnert euch, was Ottilie erfahren ist. Die arme Frau. Aber ihr seid ein gutes Mädchen, Magda. Jede Familie in Tassing würde euch gerne aufnehmen. Ihr habt jemanden im Sinn, nicht wahr? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, auf wen ihr anspielen solltet. Es gibt keinen einzigen brauchbaren jungen Mann in dieser Stadt. Nicht einmal der junge Ötz? Hey, er ist ungefähr so subtil wie sein Vater. Gott hab Otto selig. Ach, ich vermisse ihn. Ötz weiß nicht, was er will. An manchen Tagen bin ich erstaunt, dass er seine Hose selbst zuknüpfen kann. So wie Eva seine Nähe sucht, macht sie das vielleicht für ihn. Bei Otto und Eva war es genauso. Wir alle wussten von Anfang an, dass er ihr gehörte. So wie Ötz dir zu gehören scheint. Aber wenn daraus nichts wird, seid ihr in meiner Familie immer willkommen, Magda. Kraft ist ein netter Junge, der hart arbeitet, er hat einen scharfen Verstand und kann für eine Familie sorgen. Wollt ihr mich mit eurem Sohn zusammenbringen? Könnt ihr es einer Mutter verdenken? Ihr seid ein gutes, anständiges Mädchen, Magda. Jede Familie wäre glücklich, euch als Tochter zu haben. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich würde lieber selbst zu den Zeitpunkt entscheiden. Schon gut, ich sage nichts mehr. Wisst ihr nicht, jede Ehe beginnt auf einer soliden Grundlage, aber wenn ihr betet, arbeitet und auf den Herrn vertraut, stellt sich das mit der Zeit ein. Glaubt mir. Na, die hat gut reden. Und wenn es nicht funktioniert, wie könnt ihr dann sicher sein, dass ein Paar zusammengehört? Na, besonders verlockend klingt es aber nicht. Die Ehe ist unser natürlicher Zustand, ach, die große Güte. Der Herr hat uns aus Adams Rippe gemacht, weil er wollte, dass wir ein Teil der Männer sind. Ja,
Gärtner, Gärtnerin. Ja. Genau das ist der Deal. Ihr wärt einsam, wenn ihr diese Bestimmung nie erfüllen würdet. Das ist kein Leben für jemanden wie euch. Ihr seid nicht die erste Person, die mir das sagt. Das liegt daran, dass die Alten weise sind, Magda. Vertraut auf unsere Liebe zu euch und auf den Plänen des Herrn. Jedenfalls sollte ich mich jetzt wieder der Hausarbeit widmen. Vergesst nicht, was ich gesagt habe, was auch passiert. Ihr seid in meinem Zuhause immer willkommen. Vielleicht fragst du noch. Bevor ich das vergesse, ich hätte tatsächlich eine Frage zu einem alten Buch. Martin soll es dem Baron gestohlen haben, der vor Jahren getötet wurde. Wisst ihr, was damit passiert ist? Ich hoffe, ich gerade deshalb nicht in Schwierigkeiten, aber ich habe es noch versteckt in einer Schublade. Martin ließ es zurück, als er sich davon stahl. Er hat es mühsam an sich gebracht und dann nicht mitgenommen? Martin war ein Dieb, aber war nicht dumm. Ihm war bestimmt klar, dass niemand glauben würde, er wäre ehrlich zu dem Buch gekommen, also konnte er es nicht verkaufen. Warum habt ihr es behalten? Was hätte ich sonst tun sollen? Der Baron wurde da kurz darauf getötet und ich war im Besitz seines gestohlenen Buchs. Ich wollte nicht, dass Martin noch mehr Schwierigkeiten bekommt. Ich habe es allerdings nie gelesen. Ich kann nicht gut lesen. Kann ich es haben? Ich weiß nicht. Ich möchte es meinem Vater vorlesen. Das ist ein schöner Gedanke. Klaus mag solche Geschichten. Gut, in Ordnung. Offen gesagt, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Es erinnert mich an schwierige Zeiten. Ein gestohlenes Buch eines toten Adligen in unserem Haus. Vielleicht hat es all die Jahre unsere Milch verdorben und unsere Eier umgedreht. Mit Sicherheit. Hier, bitte erzähl niemandem, dass ich es hatte. Historia Tassie. So einfach geht's. Auf Latein. Einige Wörter und Sätze verstehe ich. Heute Abend sehe ich es mir genauer an. Vielen Dank, Brigitta. Ihr wart eine große Hilfe. Natürlich, Magda. Alles Gute. Gott segne euch. Euch auch, Brigitta. Bis später. So. Haben wir das Buch. Okay. Was ist das? Jutta. Jutta ist die Tochter von Hedi. Simon ist der Sohn. Johann, das mit Johann. Ist Johann noch da? Hans? Gärtnerhof, wie sieht's da aus? Der alte Peter. Blick auf die Uhr. Den fragen wir noch, sonst vergesse ich das. Den müssen wir noch fragen. Den müssen wir jetzt noch fragen, sonst vergesse ich das. Oder? Nee. Viel interessanter. Ich gehe zu Clara. Das ist viel wichtiger. Das. Nee, das ist Veronika. Oh, die ist ja auch schon uralt. Und Clara, die sieht doch gut aus. Hallo Magdalene, meine Liebe. Wie geht es euch? Wie geht es Klaus? Es ist schwer, das mit Sicherheit zu sagen. An manchen Tagen scheint es ihm gut zu gehen. Und am nächsten verstehe ich kaum, was er sagt. Oh Magdalene, ich werde weiterhin für euch beide beten. Ihr beiden verdient das Beste. Das Leben war schon schwer genug für euch. Bitte lasst mich wissen, wenn ihr Hilfe im Haushalt benötigt. Ich helfe euch gern. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich so über Hausarbeit freut. Haha, Gott weiß, dass ich im Laufe der Jahre sehr gut daran geworden bin. Außerdem können wir uns unterhalten und dabei vergeht die Hausarbeit viel schneller. Alle meine Kinder sind sind erwachsen. Ich muss mich um keinen Ehemann kümmern, also muss ich mich sonst irgendwie nützlich machen. Oh ja, aber er ist ein erwachsener Mann mit eigenen Kindern. Ja, und Veronika können sich jetzt um ihren eigenen Haushalt kümmern. Eva kümmert sich um Ötz und Ursula und Fabian führen zusammen ihr eigenes Leben. Ursula und Fabian? Ursula. Ursula. Sie brauchen mich nicht mehr.
Aber ist das nicht etwas Gutes? Himmel, ja, ich danke Gott. Nach so vielen Jahren, an denen ich mich um sie gekümmert und meinen Haushalt geführt habe, weiß ich nicht, was ich sonst tun soll. Ich verstehe, ich wüsste auch nicht, was ich tun sollte, wenn ich die Druckpresse nicht mehr hätte. Du bist eine getriebene Magdalene. Lasst euch das von niemandem nehmen, obwohl ihr noch jung seid. Dann werdet ihr bestimmt ein gutes Leben haben. Das verspreche ich. Gut, wie auch immer. Ich komme dann später vorbei, ja? Bis später, Clara. Gott segne euch, Magdalene. Das wird wichtig sein. Das wird wichtig sein. Das wird uns helfen. Ach, das ist toll. So, das ist die Historie von Tassing, Brigitta. So, und die Geschichte von Tassing. Müsste dem Mathieu schreiben. Der kranke Peter, schwarzer Großvater vom schwarzen Till und Adam Köhler. So, das ist das, was wir tun müssen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn in dieser Folge werde ich jetzt zum nächsten Speicherpunkt laufen. Der exakt jetzt ist. Und damit werde ich die Folge beenden und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, denn das lässt sich wirklich großartig an. Wir haben jetzt diese Geschichte von Tassing. Wir sollen von den Anfängen bis zur Revolte malen. Und ich denke, das ist das eigentliche Problem. Ich weiß leider immer noch nicht, wer die Tinte kommt. Ja, die Galläpfel waren eine tote Spur. Und ich mache mich jetzt auf, um die Ruinen und die Minen zu erkunden. Das klingt alles sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend. Doch leider erst, und damit muss ich jetzt wirklich ernst machen, beim nächsten Mal. Also in diesem Sinne, ganz herzlich,